Dann schauen wir uns den zweiten Block an. Wenn wir jetzt kurz über die Kenngrößen drüber gehen von solchen Op-Amps. Mit Op-Amps ist es nämlich fast schlimmer als mit Transistoren. Da gibt es halt nicht, das ist ein Op-Amp, sondern es gibt tausende Operationsverstärker, die alle irgendwie sich ein bisschen unterscheiden, nicht in ihrem Funktionsprinzip, das ist immer gleich, das haben wir jetzt abgehakt, sondern in den Grenzen der Einsetzbarkeit. Und fangen wir mal da einfach an, aber ich habe eine lange Liste geschrieben. Der erste Punkt wäre die minimale und maximale Versorgungsspannung des Op-Amps. Also das ist natürlich wichtig, wenn ich irgendwie eine 5-Volt-Schaltung mache, dann sollte man einen Operationsverstärker nehmen, der mit der Spannung funktioniert. Und es gibt Operationsverstärker, die brauchen irgendwie mindestens plus minus 12 Volt, also 24 Volt in Summe, die an der Versorgungsleitung abfallen, damit sie funktionieren. Und es gibt andere, die gehen bis 3,3 Volt und drüber nicht, darüber werden sie kaputt. Aber das ist, glaube ich, das allererste Kriterium, wenn man einen Operationsverstärker sucht, dass man sich überlegt, in meiner Anwendung, was für eine Versorgungsspannung habe ich. Und dann schränkt das schon mal den Pool der Kandidaten deutlich ein. Der zweite Punkt ist dann, ob es sich um einen Single Supply oder Dual Supply Op-Amp handelt. Damit meint man Folgendes. Bei einem Dual Supply Op-Amp klingt eigentlich besser, nicht? Da ist irgendwie Dual, das kann mehr, aber es ist schlechter. Da ist nämlich, wenn ich hier plus minus 12 Volt Versorgungsspannung habe, dann kann der weder auf die plus 12 Volt noch auf die minus 12 Volt. Sondern der braucht quasi auf beiden Seiten etwas Respektabstand zu der Versorgungsrail. Und gerade bei Operationsstärkern, die eine hohe Versorgungsspannung haben, die plus minus 12 Volt, ist es üblich, dass die solche Dual-Supply-Op-Amps sind. Das heißt aber, dass quasi mein Signal nicht um Ground herumschwingen darf, wenn Ground irgendwie da unten ist, weil da kann der Op-Amp nicht arbeiten, sondern ich brauche dann quasi zwei Versorgungsspannungen neben Ground, nämlich eine positive und eine negative, damit mein Signal Ground schön in der Mitte sein kann. Und bei einem Single Supply Op-Amp, da ist einer der beiden Supply Rails drinnen und meistens ist es die negative. Sonst ich quasi sagen kann, ich habe zum Beispiel eine 5 Volt Versorgungsspannung, er geht aber nur bis 4 Volt, sowohl eingangs- als auch ausgangsseitig. Aber Ground ist noch mittendrin und man geht da vielleicht bis minus 0,3 Volt oder so in der Richtung, wo man noch ein bisschen unter die Versorgungsspannung gehen kann mit dem Eingangssignal. Also das ist diese Unterscheidung. Dann natürlich die Spannungsverstärkung. Also das wäre jetzt quasi dieses K hier. Das gibt man meistens nicht als eine Zahl so an und sagt, das hat eine Verstärkung von 1 Million zum Beispiel, sondern das gibt man in dB an. Und mit dB werden wir uns noch ein bisschen auseinandersetzen, wenn wir dann bei der komplexen Wechselstromrechnung sind und Filter machen. Jetzt ist eigentlich nur wichtig zu wissen, dass das ein logarithmisches Maß ist. Ich glaube, wir haben eh schon mal logarithmische Skala mal gemacht, aber dB noch nicht. Das ist eine logarithmische Größe für Leistungen. Und 10 dB entspricht einer Verzehnfachung. 20 dB aber nicht einer Verzwanzigfachung, sondern einer Verhundertfachung. Also jedes Mal 10 dB mehr heißt mal 10 in der Leistung, die wir uns anschauen. Und das hat den Vorteil, dass man eben solche Größen wie eine Verstärkung von 1 Million zum Beispiel, 1 Million ist eine große, unhandliche Zahl, sind 120 dB. 120 dB ist irgendwie eine kleine, überschaubare Zahl. Darum verwendet man eben oft diese dB-Skala. Warum 120 und nicht 60 dB? Wenn 1 Million ja 10 hoch 6 wäre. Genau, weil ich mit Dezibel immer die Leistung messe. Und wenn ich die Spannung an einem ohmschen Widerstand verdoppel, vervierfache ich ja die Leistung. Weil ich die doppelte Spannung an dem Widerstand habe, wegen U ist R mal I, aber auch den doppelten Strom. Und die Leistung ist ja U mal I, und wenn sich das U verdoppelt und das I verdoppelt, vervierfacht sich das. Oder, wenn wir hier bei den dB haben, immer diese 10er-Schritte, wenn ich die Spannung verzehnfache,
verhundertfache ich die Leistung, das heißt eine Verzehnfachung der Spannung, entspricht 20 dB. Leider wird ganz oft im Text, sagt man dann, bei dB ist halt 10 dB entspricht einer Verzehnfachung, außer bei Spannungen, dort sind es 20 dB, die einer Verzehnfachung entsprechen, was ein furchtbarer Satz ist, weil er an dem Thema vorbeigeht. Ich verwende dB nie, um eine Spannung zu messen, ich verwende es immer nur für die Leistung. Und wenn ich dann halt eine Spannungsgröße anschaue, dann messe ich die Leistung, die an einem ohmschen Widerstand abfallen würde. Und darum würde eine Verzehnfachung der Spannung bereits einer Steigerung von 20 dB entsprechen. Gut, also dieser Gain, der wird in dB angegeben. Was ist das Wegen der Worte dahinter eigentlich? Das sind Dezibel. Genau, also ein Bel ist eine Verzehnfachung. Und ein Dezibel ist eben ein Zehntel von der Größe, die verzehnfacht. Ich habe aber nie Bel gesehen als losgelöste Einheit, weil er eigentlich immer Dezibel. Was eigentlich, glaube ich, mehr zur Verwirrung führt, weil wenn man schon irgendwie anfängt mit ein Bel entspricht einer Verzehnfachung, dann ist das vielleicht leichter, wenn man sagt, 10 Bel entspricht einer Verzehnfachung, 10 Dezibel entspricht einer Verzehnfachung, dann sagt man, okay, wozu brauche ich denn das Dezibel, weil 10 entspricht einer Verzehnfachung, aber der Trick ist natürlich das Logarithmische, dass dann 20 bereits in der Verhundertfachung entsprechen. Gut, also das ist die Spannungsverstärkung, da hätte man dann eine Größenordnung für dieses K hier. Wir schauen nachher ins Datenblatt. Das nächste wäre dann quasi die Flankensteilheit, das findet man auch oft. Da ist die Idee, ich ändere jetzt sprungartig mein Eingangssignal um 1 Millivolt, aber sprungartig, so dass quasi vorher der Ausgang da unten ist und jetzt ist es da oben. Dann kann der Ausgang nicht beliebig schnell hier quer über diesen gesamten Bereich springen, sondern der hat halt eine maximale Steigungsrate, mit der er sich bewegen kann. Und das ist eben dieses Slew Rate, die man oft misst in Volt pro Mikrosekunde. Gerade bei Operationsverstärkern darf man das aber nicht falsch verstehen, da ist dann nicht automatisch ein Operationsverstärker mit einer hohen Slew Rate etwas Besseres, weil, wie wir dann später noch sehen werden, sind die Operationsverstärker bewusst so gebaut, dass sie hier nicht beliebig schnell werden, damit sie nicht anfangen zu schwingen. Also das ist immer ein Problem bei Operationsverstärkerschaltungen, dass es Sachen gibt, die man sich so durchrechnet, das ist dann perfekt, aber wenn man sich dann überlegt, okay, das Signal braucht aber eine gewisse Zeit von hier nach da, dann muss es auch eine gewisse, dann darf es hier nicht, dass es sich schneller ändern als, sonst fängt das ganze System an zu schwingen. Das werden wir uns noch anschauen. Also die sind bewusst so gebaut, dass diese Flankensteilheit quasi begrenzt ist und Komparatoren, die ohne Rückkopplung betrieben werden, also so wie wir das da haben, dass die Eingänge reingeht und das Ausgangssignal macht etwas völlig anderes, wird aber nicht auf einen Eingang zurückgeführt, die haben dann eine deutlich höhere so eine Struktur. So, und dann haben wir die Eingangs-Offset-Spannung und da sind wir eben jetzt bei der Frage, mit was passiert, wenn ich die beiden Eingänge kurz schließe? Müsste dann der Ausgang nicht genau mittig liegen zwischen den Versorgungsspannungen? Und das Problem ist, dass dieser Term, den wir hier haben, das U plus minus U minus, die Differenz zwischen diesen beiden, in Wirklichkeit ist das Modell ein anderes. Da habe ich quasi U plus minus U minus plus Offset-Spannung. Und die Offset-Spannung ist quasi einfach eine Messunggenauigkeit. Und wir haben jetzt gesagt, dass dieser Abstand hier, in dem von ganz unten nach ganz unten der Ausgang schwingt, das ist halt in der Größenordnung von vielleicht ein paar Mikrovolt. Wenn jetzt die Offset-Spannung in der Größenordnung von Millivolt ist, dann braucht man sich gar nicht mehr Gedanken machen, was passiert, wenn denn beide Eingänge genau gleich sind, weil die Offset-Spannung so groß ist, dass die Ungenauigkeit über diesen gesamten Bereich geht. Und man kann jetzt quasi sagen, ich definiere, wenn beide Eingänge 1 ist, ist es genau mittig, ist es genau noch minus, ist es genau noch plus. Das ist immer eine erlaubte Annahme im Rahmen der Ungenauigkeit von dieser Offset-Spannung, weil die Offset-Spannung, das sagt, wir sind hier nicht ganz genau, sondern ein bisschen zu weit rechts, ein bisschen zu weit links.
Und damit, wenn wir hier ein bisschen zu weit rechts oder links sind, sehen wir katastrophal zu weit oben oder zu weit unten. Das heißt, es gibt einen Punkt, wo er umschaltet, aber der Punkt ist nicht zwangsläufig genau der, wenn das Potenzial auf beiden Ebenen gleich ist, sondern ein bisschen in diese Opsenspannung versetzt. Und wenn ich Glück habe, habe ich vielleicht mal einen Operationsverstärker, wo diese Opsenspannung fast null ist. In der Regel wird das aber nicht sein, in der Regel wird es auch mit der Temperatur und so driften. Und dann sehen wir wieder bei diesem üblichen Ding, wir haben ungenaue Bauteile und müssen uns Schaltungen überlegen, die trotzdem noch das tun, was sie tun sollen. Driftet das auch mit der absoluten Spannung der Eingänge? Sollte nicht, weil wenn das mit der absoluten Spannung der Eingänge driften würde, hätte das katastrophale Auswirkungen auf die Common Mode Rejection Ratio. Und die ist normalerweise vergleichsweise klein, also viel kleiner als das. Also es würde mich jetzt wundern, wenn das quasi mit dem Common Mode rauf und runter springen würde, weil dann wäre so ein Operationsstärker für viele Anwendungen unbrauchbar. Gut. Es gibt übrigens Bauteile, so eine Chopper-Op-Amps, die ganz, ganz kleine Eingangs-Offset-Spannungen haben. Und die machen das, indem sie quasi zwei Op-Amps drin haben und immer dynamisch zwischen diesen Umschalten, und die Op-Amps, die messen sich immer gegenseitig und kompensieren dann ihre Offset-Spannung. Also es gibt quasi für jedes Spezialding gibt es dann einen Bauteil, der genau das kann. Wenn ich jetzt irgendwie messen möchte und das muss super genau sein und darum ist die Offset-Spannung gerade für mich blöd, dann kann ich mir entweder Schaltungen überlegen, die Offset-Spannungen von sich aus kompensieren, oder ich gehe einfach auf DigiKey oder wo immer man die Bauteile kauft und suche mir einen Operationsverstärker, der einfach, wo der Hersteller sich schon den Kopf zerbrochen hat, wie kriege ich das hin, diese eine Kenngröße ganz weit runterzukriegen. Problematisch wird es meistens dann, wenn ich irgendwie zwei von diesen Größen sehr extrem haben möchte. Weil dann gibt es oft keinen Hersteller, der beides kann. Gut, dann Eingangsspannung und Ausgangsspannungsbereiche. Da sehen wir eben wieder bei diesen Sachen, ist das jetzt ein Dual-Supply, ist das ein Single-Supply-Op-Amp. Kann ich mit der Eingangsspannung bis an die Supply-Rails rangehen oder muss ich da ein bisschen Abstand haben? Und wenn ich jetzt quasi den als Komparator hier betreibe und einfach den Plus- und Minus-Eingang ein bisschen versetzt miteinander anspreche, sodass ich ihn zwinge in ein Extrem, ist dann das Extrem wirklich an der positiven oder negativen Versorgungsspannung oder ist da noch ein bisschen Abstand? Das sind diese beiden Punkte hier. Gut, dann die maximale Frequenz. Und meistens findet man die maximale Frequenz nicht als Frequenz angegeben, sondern als Gain Bandwidth Product. Heißt Frequenz jetzt, wie schnell man hin und her schalten kann? Oder ist Frequenz? Ja, also sagen wir, du baust einen Verstärker und willst quasi eine Schwingung hineinschicken und es soll dann die Schwingung auf der anderen Seite wieder rauskommen. Und wenn diese Schwingung jetzt im Bereich von, weiß ich nicht, Gigahertz ist, dann kannst du die am Op-Amp da links anlegen, aber rechts kommt nichts mehr raus. Weil der quasi dann nur noch die Mittelung von dieser Schwingung sieht und nicht mehr, dass es sehr, sehr schnell rauf und runter geht. Und die maximale Frequenz heißt eben quasi, bei welcher Frequenz kriege ich noch etwas Sinnvolles raus. Meistens ist es der Punkt, an dem... Die Slew Rate ist ja eigentlich auch eine obere Grenze, aber die maximale Frequenz muss nicht bis dorthin... Das Slew Rate ist auch eine obere Grenze, aber nicht eine obere Grenze dafür. Weil wenn die Amplitude von dem Signal klein genug ist, also wenn ich quasi das Signal halbiere in der Amplitude, aber in der Frequenz gleich lasse, ist es auch am Nulldurchgang nur noch halb so steil. Also sind das eigentlich zwei Kenngrößen. Aber es geht natürlich in die gleiche Richtung. Ein Operationsstärker mit einer sehr, sehr hohen Bandbreite wird auch eine sehr hohe Slew Rate haben. Was wir uns hier quasi anschauen, ist, wenn wir sehr hohe Frequenzen reinschicken, dann werden die sehr, sehr stark gedämpft. Also das Extrembeispiel schickt mehrere Gigahertz rein und dann kriege ich quasi gleich Strom raus, weil er gar nicht mehr sieht, dass ich das im Detail rauf und runter wackelt. Und ich schicke eine sehr niedrige Frequenz rein, weiß ich nicht, so ein paar Hertz.
Das werde ich 1:1 dann rausbekommen, so ein Verstärker. Das heißt, irgendwo dazwischen wird es einen Punkt geben, wo auf einmal anfängt, mein Signal zu bedämpfen und dann wird es immer kleiner und kleiner in der Amplitude. Und meistens nimmt man den Punkt, wo das Signal um 3 dB abgesenkt wird. Und 3 dB ist die Halbierung von der Signalstärke. Aber es klingt doch viel cooler, wenn man sagt 3 dB. Gut. Das ist, genau, das ist die maximale Frequenz, aber dann das Gain Bandwidth Product. Und das kommt daher, dass wenn ich einen Verstärker baue, wo ich wirklich auf der einen Seite was reinschicke, auf der anderen Seite kommt zum Beispiel 10-mal zu groß raus, und dann ermittle ich quasi, wann ist denn die Frequenz, wo das anfängt, nicht mehr so gut zu funktionieren. Und dann baue ich mit dem gleichen Operationsverstärker eine Schaltung, die nicht 1 zu 10 verstärkt, sondern 1 zu 100. Und ich ermittle für diese zweite Schaltung die Frequenz, bei der es nicht mehr funktioniert, dann stelle ich fest, wenn ich 10-mal mehr verstärke, ist die Maximalfrequenz noch 10-mal so groß. Und darum ist das quasi nicht so sinnvoll, einfach eine maximale Frequenz anzugeben, weil die maximale Frequenz davon abhängt, wie stark ich verstärken möchte. Sondern stattdessen gibt man das Produkt aus Frequenz und Verstärkung an, dieses Gain-Bandwidth-Produkt. Und wenn das zum Beispiel 1 MHz ist, dann heißt das, wenn ich das Signal reinschicken möchte und unverstärkt in der gleichen Amplitude wieder rausbekommen möchte, dann ist für mich die Grenzfrequenz 1 MHz. Möchte ich aber um 10, Faktor 10 verstärken, dann ist für mich die Grenzfrequenz 100 kHz. Weil dann eben der Faktor 10 Verstärkung mal 100 kHz ist wieder diese 1 MHz. Also darum ist das eine sinnvolle Größe, um es anzugeben, weil es eben diesen Bezug gibt, wenn ich Verstärker baue, zwischen Verstärkung und der Bandbreite, die möglich ist. Gut, und dann natürlich noch Eingangswiderstand und Ausgangswiderstand. Die sind immer am Eingang sehr, sehr hochohmig, sie sind immer am Ausgang relativ niederohmig. Aber natürlich gibt es Anwendungen, da will ich den extrem hochohmig haben. Ich habe vorher gesagt, es gibt welche, die nehmen dann eben nur diese 2 Femtoampere Bias Current. Und es gibt welche, die am Ausgang extrem niederohmig sind, wo ich dann halt wirklich Lasten anhängen kann. Normalerweise, wenn ich aus einem Operationsverstärker ein paar Milliampere rausnehme, ist das viel. Zuletzt kann man leuchten lassen mit den meisten, auch nicht mit allen. Aber wenn ich irgendwie einen Motor ansteuern möchte, dann brauche ich entweder noch eine extra Transistorschaltung, damit ich dann so richtig Energie machen kann, oder ich brauche eben Spezialoperationsverstärker, die eben gedacht sind für Leistungsanwendungen. Puh, wir sind fast durch. Dann haben wir die minimal erlaubte Verstärkung. Das ist lustig, es gibt keine maximal erlaubte Verstärkung. Also es wird irgendwo unsinnig, weil wenn ich in die Größenordnung von dem hier komme, dann funktioniert es nicht mehr gescheit. Also ich soll schauen, dass da vielleicht ein paar Dekaden noch Unterschied sind. Aber abgesehen davon gibt es keine obere Größe, aber es gibt eine untere Größe. Es gibt eine minimal erlaubte Verstärkung, die ich machen kann mit einer Schaltung. Und der Grund ist, dass es eben dann wieder anfängt zu schwingen, wenn ich da drunter gehe. Wir werden im nächsten Abschnitt werden wir uns den Impedanzwandler anschauen. Und beim Impedanzwandler können wir uns dann anschauen, warum das anfängt zu schwingen. Jetzt ist nur wichtig für uns, es gibt quasi so eine minimal erlaubte Verstärkung. Und die große Grenze, wo es interessant ist, ist Unity Gain. Also wo ich quasi die Verstärkung 1 habe. Weniger als 1 brauche ich in der Regel nicht. Aber wenn ich um weniger als 1 verstärken möchte, wie mache ich das? Genau, ich mache einen Spannungsteiler, da brauche ich keine Operationsverstärker und so. Das heißt, das ist ja gerade Wissen, wie man so schön sagt. Aber es kann sein, dass ich einen Operationsverstärker habe, der kann nur Verstärkungsfaktor 10 oder höher. Sonst fängt er an zu schwingen. Und dann ist der für mich vielleicht nicht geeignet, wenn ich eine Verstärkung um den Faktor 2 machen möchte. Ich kann natürlich hergehen und zuerst um den Faktor 5 mit einem Widerstandsspannungsteiler verkleinern. Und dann mit dem Operationsverstärker um Faktor 10 verstärken. Aber vielleicht bin ich in so einem Fall mit einem anderen Operationsverstärker besser dran. Gut. Das Ausgangssignal ist blöd, weil das könnte klippen. Also wenn ich quasi eine 5-Volt-Schaltung habe und ich habe ein 1-Volt-Signal und ich will das um den Faktor 2 verstärken, dann kann ich das nicht um den Faktor 10 verstärken und dann um den Faktor 5 verkleinern, also muss ich das Verkleinern davor machen. So, also jetzt sind wir bei diesem Input-Bias-Grund.
In der Regel findet man in Datenblättern nicht den maximalen Eingangswiderstand, den maximalen Ausgangswiderstand, sondern den maximalen Strom, der vom Eingang genommen wird und der maximale Strom, der vom Ausgang kommt. Das ist mindestens genauso gut, wenn man damit dimensionieren möchte und sich überlegen möchte, funktioniert das mit der Schaltung. Es ist aber viel geeigneter, weil wenn ich einen Eingangs- oder Ausgangswiderstand angebe, dann muss ich mir immer überlegen, in Bezug wozu, wo geht dieser Widerstand hin? Und wenn ich dann eine große Spannung zu diesem Punkt habe, fließt ein bisschen mehr Strom. Wenn ich eine kleine Spannung zu diesem Punkt habe, fließt ein bisschen weniger Strom. Also sagt man im Datenblatt eher, am Eingang fließt maximal, weiß ich nicht, 1 Mikroampere hinein und am Ausgang kann er maximal 10 Milliampere liegen. Gut. Und dann eben die Gleichtaktunterdrückung. Das ist eben jetzt das mit, wenn sich beide Eingänge im Gleichtakt bewegen, aber relativ zueinander nicht bewegen, was macht dann der Ausgang? Und da gibt es zwei, also es ist eine Größe, aber manchmal sieht man das als CMR und manchmal sieht man das als CMRR. Und CMRR ist der Common Mode Rejection Ratio, das ist quasi die Verstärkung von einer Wechselgröße, was wir eigentlich wollen von einem Outbound, in Bezug gesetzt, also geteilt durch die Verstärkung von dem Gleichanteil, also dem, was wir nicht haben wollen. Und das wird dann natürlich eine katastrophal große Zahl, weil die Differenzverstärkung ist sehr, sehr groß. Nicht? Das ist das, was in einem Bereich von Millionen ist. Und die Gleichtaktverstärkung ist hoffentlich sehr, sehr klein. Also ist das Große durch das Kleine natürlich noch viel größer. Und was machen die Elektrotechniker so, wenn sie eine große Zahl haben? Sie geben sie in die Bär. Und das ist dann eben das CMR und das findet man meistens im Datenblatt. Da findet man dann eben nicht, das Bauteil hat eine CMRR von, weiß ich nicht, einer Milliarde, sondern es hat ein CMR von 180 dB. Klingt gleich viel handlicher. Ja, aber bei einer Regel ist es nicht 180 dB. Also 120 dB ist üblicher Wert für Common Mode Rejection Ratio. Common Mode Rejection. Die Ratio wäre dann die Million. Gut. Das war jetzt so die grobe Liste von. Wir hören euch sehr gut. Das war jetzt so die große Liste von den Punkten. Was kann ein Operationsverstärker für Eigenschaften haben? Und es gibt natürlich noch viel mehr, aber wonach, also wonach wähle ich das jetzt aus? Was ist eigentlich mein Ziel? Warum will ich diese Sachen hier wissen? Weil wir haben jetzt zwei Dinge. Wir haben auf der einen Seite aus dem vorherigen Block das hier. Das ist super elegante Modell von. Das ist ein Operationsverstärker. Wir haben eigentlich, abgesehen von einem Widerstand, keinen Bauteil kennengelernt, der so einfach charakterisiert ist. Und jetzt komme ich hier mit dieser ewig langen Liste von komischen Sachen. Wie hängt das mit dem hier zusammen? Wenn es gar nicht wirklich zusammenhängt, dann habe ich das umsonst erzählt. Weil dann. Naja, es gibt einiges, was U plus und U minus beeinflusst und was K beeinflusst. Wann kann ich denn das verwenden, diese Formel hier? Wenn du schon in den Grenzen deiner Parameter bleibst. Genau. Wenn ich mir das hier überlegt habe, das heißt, ich konzeptioniere meine Schaltung, ich zeichne einen Schaltplan, ich mache eine Idee und ich denke damit, für mich ist in dem Augenblick ein Operationsverstärker das hier, das ist ein super ideale Teil. Wir werden eben in den kommenden Blöcken sehen, dass das eine sehr, sehr praktisch ist, ein Bauteil zu haben, der genau das kann. Dann habe ich meine Schaltung fertig und dann überlege ich mir, welche Frequenzen habe ich, wie nah gehe ich an die Versorgungsspannungen ran, etc. etc. Das muss ich aber jetzt nicht für eine riesige
Schaltung holistisch quasi machen, sondern wenn ich die Schaltung mal geplant habe, kann ich mir jeden einzelnen Operationstag herauspicken und mir überlegen, was sind die Parameter für den, und dann wähle ich entsprechend einen Operationsverstärker aus, sodass der Operationsverstärker in meinem Anwendungsfall, bei meinen Frequenzen, bei meinen Spannungsbereichen etc. dieses Verhalten hat. Also quasi damit sollte ich denken. Wenn ich Op-Amp-Schaltungen mache, sollte ich nicht quasi in denken, wie denn die Common Mode Rejection etc. ist, sondern ich denke quasi mit dem hier, ich sage, ich habe ein ideales Bauteil. Wenn ich fertig bin damit, meine Schaltung zu konzeptionieren, überlege ich mir, welchen Frequenzen wird da ausgesetzt sein etc. Und dann schaue ich, dass ich einen Op-Amp finde, der innerhalb dieser Grenzen noch dieses Verhalten hat. Und hoffentlich finde ich einen. Wenn ich keinen finde, dann muss ich halt nochmal von vorne anfangen, weil dann weiß ich, okay, ich muss mir was anderes überlegen, wo der Operationsverstärker dann vielleicht mit anderen Rahmenbedingungen konfrontiert ist. Gut. Genau, diesen Diskussionspunkt haben wir gemacht. Die Eingangs-Offset-Spannung und die Spannungsverstärkung für den Fall, die beiden Eingänge sind gleich. Das haben wir jetzt zweimal und jetzt quasi zum dritten Mal kurz angesprochen. Schauen wir uns mal diese Übung an. Die Idee ist, wir schauen uns ein Datenblatt an und schauen, ob wir diese Größen, die wir jetzt gerade durchgenommen haben, in seinem Datenblatt wiederfinden. Und ich habe vom TS 912 das Datenblatt offen, weil ich damit diese Schaltung hier gebaut habe. Da ist es. So. Und da hätten wir so einen Operationsverstärker. Grundsätzlich zu Datenblättern ist es immer das Gleiche. Auf der ersten Seite ist irgendein Bild, wo man sich sieht, ja, ich hätte gerne ein Bauteil, das so ausschaut. Und meistens ist es eben genauso fad, ja, weil ich meine, ein DIP-Package, das ist jetzt nicht, ich wähle die Bauteile nicht danach aus, dass das DIP-Package hier hübscher gezeichnet ist. Und dann so eine Reihe von, wir sind stolz darauf, dass unser Bauteil das und das kann. Und dann gibt es, weiß ich nicht, in dem Fall 13 weitere Seiten, 12 weitere Seiten, auf denen dann steht, dass das hier nur unter Einschränkungen gilt. Aber das ist bei der Bauteilsuche immer zu beachten, quasi, dass das auf der ersten Seite, da steht dann oft sowas wie Low Input Offset Voltage, da steht zum Beispiel Max, okay, aber es könnte, hier steht Typical zum Beispiel, das ist ein nettes Datenblatt. Da schreiben Sie vorne drauf, was ist Typical und was ist Maximum. Normalerweise würde man jetzt sehen zum Beispiel Extremely Low Input Bias Current 1 Picoampere. Und dann wird man auf der Seite 5 sehen, typical Maximum 100 Picoampere. Und dann muss man sich eben überlegen, wenn es wirklich 100 Mal größer auch sein kann, ist das noch okay für meine Schaltung. Gerade die, wo Maximum 100 Mal so größer steht, sind übrigens welche, da ist nicht wirklich die tatsächliche Streuung so groß, sondern es wäre so aufwendig im Produktionsprozess auf einen kleineren Wert zu testen. So testen sie dann auf 100 Picoampere und wenn du wirklich 1 Picoampere brauchst, dann musst du halt dann 1000 davon kaufen und selber durchmessen und die drei aussortieren, die nicht passen. So dass man so als Hint, wenn zwischen Typical und Maximum so ein Riesenunterschied ist und Typical eine sehr kleine Größe ist, dann liegt das meistens daran, dass sie im Produktionsprozess quasi nicht darauf testen, sondern das nur einmal charakterisiert haben. Gut, also wir haben hier schon ein paar von den Größen, wie zum Beispiel Input Offset Voltage, die wir kennengelernt haben. Ah, schau, da haben wir sogar was wie eine. Ha, ja, genau. Das sind Junction Fets, glaube ich. Bei dem FET-Symbol bin ich nicht so sicher. Aber der Trick an dem Schaltplan, finde ich ja, ist eigentlich, dass dann hier wieder zwei Operationsverstärker-Symbole drinnen sind. Also offenbar ist das eine Art Vorverstärker, mit dem sie das hinkriegen, dass sie Rail-to-Rail und... Die zwei Transistoren ganz links.
Ja. Da geht vom Eingang das Signal sowohl auf den ersten, auf die Basis sozusagen vom ersten Transistor, als auch auf die Basis vom zweiten Transistor. Ist das richtig? Oder ja. Geht's nur auf der Basis, ja, vom zweiten? Also das ist ein Gate und keine Basis, weil das ist ein Fett. Und wenn man genau schaut, dann ignoriere mal die Äußeren. Ja? Schau dir nur die Inneren an. Da haben wir hier eine Stromquelle, das ist das amerikanische Symbol für Stromquelle. Dann haben wir hier, was ist das? Das ist ein Differenzverstärker. Und das sind die beiden Arbeitswiderstände von einem Differenzverstärker. Die Äußeren sind ebenfalls ein Differenzverstärker. Da ist hier die Stromquelle und da sind die Arbeitswiderstände. Also diese Eingangsstufe sind quasi zwei parallele Differenzverstärker und der eine erzeugt dann einen in die negative und der andere in die positive Richtung ein Signal zur weiteren Bearbeitung. Ja, aber das ist ein Differenzverstärker und das ist ein anderer Differenzverstärker. Und das findet man oft, dass so sowohl bei FETs für die Gates als auch bei Bipolar-Transistoren für die Basis, dass dann in einem Schaltplan so ein Strich durchverbunden ist für mehrere Transistoren, die miteinander verbunden sind. Weniger bei Schaltplänen für Aufbauten auf einer Leiterplatte, aber für Chips findet man das sehr oft. Und manchmal gibt es noch ganz obskure Bauteile, die man als Chip-Designer verwenden kann, die dann eben zwei Transistoren in einem sind mit gemeinsamer Basis und die sind auch räumlich ein bisschen ineinander verschränkt und nicht wirklich zwei getrennte Baugruppen, wo halt zufällig zu beiden was hingeht. Ob das sowas ist oder nicht, weiß ich natürlich nicht. Das kann ich nicht reinschauen. Thermisch sind die alle sehr gut gekoppelt, weil die alle auf dem gleichen Teil sind. Aber es geht um Sachen wie, also wenn ich mir einen Wafer zum Beispiel anschaue und ich mache aus dem Wafer Transistoren, dann haben Transistoren, die nahe am Wafer waren bei der Produktion, ähnliche Eigenschaften. Transistoren, die weiter entfernt sind, haben nicht so ähnliche. Das heißt, das kann einfach das sein, dass man die Transistoren räumlich sehr nahe macht, um zu sagen, die Diffusionen, die verwendet werden beim Fertigungsprozess und so, wirken auf beide Transistoren ähnlich, sodass ich dann ein gutes Paar habe, das zusammenpasst. Rein Interesse halber. Mhm. Ah, die Frage ist, wie viel Prozent Ausschuss ist für die bei der Fertigung von Chips? Von der größten Leiterbahn, von den Details ab. Es hängt von ganz, ganz vielen Sachen ab. Es gibt Sachen, wo der Ausschuss im Prozent- oder Subprozent-Bereich ist. Es gibt aber auch welche, wo es sehr, sehr hoch ist. Eine Technologie, die im Augenblick ein bisschen im Kommen ist, sind zum Beispiel Aufbauten mit Through-Silicon-Vias, dass ich quasi einen Chip habe und normalerweise habe ich quasi das Substrat und dann auf der Oberfläche in einem sehr, sehr dünnen Bereich meinen eigentlichen Chip. Weil das immer mit Diffusionen ist, die eigentlich nur auf die Oberfläche von diesem Wafer wirken. Und da kann ich jetzt Sachen machen, dass ich quasi durch den Wafer durch eine Kontaktierung auf die andere Seite mache und damit dann mehrere von solchen Wafern auf einem Chip aufbaue, um den Yield, also das heißt, wie viel Prozent funktionieren von meinen Dingen, zu vergrößern, weil ich dann nicht mehr einen riesigen Chip mache, sondern vier kleine Chips, die kann ich einzeln testen und dann die funktionieren, in Vierergruppen auf einem gemeinsamen Träger wieder aufbauen. Das heißt, dort, wo der Transistor-Count extrem hoch geht, habe ich immer ein größeres Yield, weil einfach, wenn ich eine Milliarde Transistoren habe und die Wahrscheinlichkeit, dass einer kaputt ist, ist für jeden Einzelnen sehr klein, habe ich trotzdem ein großes Problem. Also auf diesem hohen Ende ist immer war der Ausschuss eigentlich schon immer groß. Und es gibt einfach irgendwo einen Punkt, wo ich dann sage, okay, es ist heute noch nicht wirtschaftlich, diesen Chip zu fertigen, weil eben der Ausschuss so hoch wäre. Aber das hängt ganz vom Zielmarkt an. Es kann sein, dass, also es gibt sicherlich Bereiche, wo irgendwo nur jeder zehnte Chip funktioniert, aber man macht es trotzdem, weil der Markt zahlt das halt und es gibt keine andere Möglichkeit im Augenblick was zu machen für diesen Markt. Im Allgemeinen ist aber heute der Yield viel größer, als es schon in den 70er Jahren war.
Also ich weiß, dass Wilmos Technologies den 6502 Prozessor gemacht hat, der im Commodore drinnen war und im Apple II drinnen war und im Apple I auch, aber das war ja kein richtiger Computer, kein Massending. Und im Nintendo Entertainment System war der drinnen, also der Prozessor der 80er Jahre. Und das eines der großen Merkmale, die sie gehabt haben, waren halt, dass sie kontaktlose Masken verwendet haben, sodass sie eine Belichtungsmaske beliebig oft verwenden konnte. Früher war das, du verwendest die 1000 Mal und sie ist kaputt. Und dann konnten sie quasi schauen, welche Masken liefern dann ein hohes Yield und behalten die und tauschen die anderen. Das hat ihnen einen extremen Vorteil gemacht, weil die anderen haben alle irgendwie so mit, vielleicht gehen 40% von den Chips, die wir produzieren. Dann haben sie einmal eine Maske, die gut funktioniert, aber nach 1000 Exemplaren müssen sie sie wegwerfen und mal recyceln. Also, beantwortet also die Frage, habe ich ein bisschen viel gelabert darüber. Gut, also das ist ein Op-Amp. Und der interessante Bereich ist eigentlich der, wo die ganzen Tabellen sind, wo man sich die Werte auslesen kann, die man hat. Hat man immer zuerst diese Absolute Maximum Ratings, zum Beispiel Supply Voltage, maximal 18 Volt. Das heißt, wenn ich jetzt eine Schaltung habe, die möchte ich zum Beispiel mit plus minus 12 Volt betreiben, hätte ich dann 24 Volt Supply Voltage, kann ich nicht diesen Chip verwenden, muss ich einen anderen nehmen. Dann, was die maximale Differenzspannung ist zwischen diesen Eingängen, und da sehen wir auch 18 Volt und aber eine Fußnote, die uns sagt, achso, das wäre dann die dritte Fußnote, die ist nicht so interessant. Das heißt, wir können da quasi ganz auf den Versorgungsbereich raufgehen. Ich habe vorher gesagt, wenn wir den Test noch durchgemacht haben, bei dem Differenzverstärker, dass es blöd ist, wenn die beiden Eingangssignale zu weit auseinander gehen, weil dann einer der beiden Transistoren im Umkehrmodus betrieben wird und dass darum manche Operationsverstärker diese Schutzdioden haben, die verhindern, dass man mehr als 0,6 Unterschied machen kann. Dieser Operationsverstärker ist nicht so einer. Da sehen wir hier, wir können quasi beliebig weit diese Versorgungsspannungen, diese Eingangsspannungen trennen, solange wir, und das ist dieser Punkt, innerhalb der Versorgungsspannungen sein. Also man kann maximal 0,3 Volt unter die negative Versorgungsspannung gehen und Fußnote 3 maximal 0,3 Volt über die positive Versorgungsspannung. Und da oben steht natürlich gleich groß, ja, bis 18 Volt, aber natürlich nur, wenn die Versorgungsspannung 18 Volt ist. Und 18,6 Volt, wenn man es extrem treibt, wäre dann wieder zu viel. Ja, 18,6 wäre 0,3 zu viel. Aus irgendeinem Grund haben sie da eine halbe Diodenspannung. Ganz oft findet man bei Bauteilen in den Ratings quasi die Versorgungsspannungen plus minus 0,6 Volt. Und dann weiß man schon, okay, das ist genau die Flussspannung von der Schutzdiode, die da eingebaut ist. Gut, dann noch so Sachen wie die Temperatur. Der kann ziemlich viel Strom liefern, wenn man das sehen. 130 mA. Und die plus minus 50 mA Current on Input sind natürlich offenbar, wenn man über diese erlaubten Spannungen geht und dann fließt Strom durch die Schutzdioden in den Chip. Wie viel Strom man darf maximal reinfließen, bevor er den Geist aufgibt. Ja, ich weiß halt nicht, wo die gemessen wird. Das sehe ich jetzt hier auch nicht. Also für eine Temperatur am Gehäuse ist 150 Grad sehr viel. Für eine Teiltemperatur ist das jetzt nicht so tragisch. Ich habe vorher gemeint, die differenzielle Eingangsspannung darf maximal 18 sein. Wenn ja. Ich jetzt mit einem auf minus 0,3 Volt bin und mit dem anderen auf 18,3. Ja, bist du außerhalb von der Spec. Ja. Es könnte natürlich sein, dass in Wirklichkeit da gemeint ist und so, aber formal hast du dann diese Spezifikation schon verlassen. Ja. Und der Hersteller garantiert für nichts mehr. Aber hin wird er wahrscheinlich trotzdem nicht. Na, aber also die Frage ist halt, also erstens mal, willst du das für ein kleines Bastelprojekt machen, das munter vor sich hin blinkt, ja?
dann keine Skrupel. Willst du das jetzt irgendwie in einen Videorekorder einbauen, der Millionen von Stück verkauft wird und wo es eine echte Katastrophe ist, wenn man dann drauf kommt, die halten alle nur 2,5 Jahre und die Gewährleistung ist 3 Jahre. Wenn sie 3,5 Jahre halten und die Gewährleistung ist 3 Jahre, dann kriegst du vielleicht noch eine Beförderung. Aber man sollte die Absolute Maximum Ratings eh nicht ausnutzen. Ja. Also das sind schon wirklich Absolute Maximum Ratings. Und normalerweise ist es auch total sinnlos, diese Ratings irgendwie zu verlassen, weil wo hat man, also eine Operationsverstärker-Schaltung, wo man quasi mit dem einen Eingang unter die negative Versorgungsspannung geht, mit dem anderen gleichzeitig über die positive, ich glaube, dann ist mit der Schaltung irgendwas nicht in Ordnung. So, dann haben wir hier noch die Operating Conditions, also vorher war es quasi so das Absolute Maximum und jetzt so, was man eigentlich vorsehen sollte. Und da sehen wir hier zum Beispiel, Operating Condition gehen auch nur bis 16 Volt. Also da sind schon die 2 Volt quasi Puffer zwischen, wie solltest du deine Schaltung designen und wann, sagen wir, wird der Bauteil kaputt. Und mindestens 2,7 Volt. Also das ist zum Beispiel ein sehr, sehr schöner Range hier. Den Chip, wenn man mit der Bandbreite, ich glaube, der hat 0,8 MHz Gain Bandwidth Product, wenn man mit dem klarkommt, dann kann man den in fast jeder Schaltung einsetzen, weil der halt so einen breiten Spannungsbereich für die Versorgungsspannung hat und Rail-to-Rail ist. Also er kann an den Eingängen und an den Ausgängen bis zu der Versorgungsspannung rangehen. Haben wir den da? Hier ist er einbaut. Im Bauteil? Ja, von dort habe ich ihn geholt. Ich mag den sehr, leider kostet er 2 Euro. Was aber okay ist für, ich bastel jetzt mal, nur wenn ich was verkaufen möchte, viele Stück, dann ist das vielleicht nicht so gut. Okay, jetzt haben wir hier die Electrical Characteristics, wo wir all diese möglichen Größen haben, die wir vorher durchgesprochen haben. Hier am Anfang zum Beispiel gleich den Input Offset Voltage. Und hier sehen wir schon ein übliches Bild. Erstens einmal, dass es von dem Baustein dann verschiedene Varianten gibt. Und wir sehen dann hier zum Beispiel, je nachdem, welcher Buchstabe da hinten ist, haben wir jetzt dann unterschiedliche Grenzwerte. Ich sehe jetzt nicht sofort. Ah, und die oberen sind quasi bei 25 Grad und die unteren sind über einen Temperaturbereich. Das untere Triple. Also das ist so was Übliches, dass man dann hier nochmal weitere Unterscheidungen hat. Und das zweite Übliche ist, dass diese ganze Tabelle mehrmals kommt. Wir haben nämlich hier diese Tabelle, wenn wir jetzt ein bisschen runter scrollen, kommt uns diese Tabelle bekannt vor. Der Unterschied ist, dass das hier für eine Versorgungsspannung von 5 Volt ist und das drüber war für eine Versorgungsspannung für 3 Volt. Und wenn man diese Datenblätter liest, dann ist quasi ganz üblich, man scrollt mal runter, am Anfang kommt ein Bild von einem Chip, das uns überhaupt nichts sagt, und ein paar Claims, wir sind so super, dann kommen die Absolute Maximum Ratings, und dann kommt mal die erste Tabelle, und dann schaut man in dieser Tabelle und sagt, ah, da ist der Wert, den ich brauche, und dann schaut man, was gibt es noch so im Datenblatt, und scrollt weiter runter, und sagt, Moment, da ist der Wert dann nochmal, aber jetzt ist er anders, und dann muss man schauen, was ist denn der Unterschied zwischen der ersten Tabelle und der zweiten Tabelle, und dann ist es meistens sowas wie, die Versorgungsspannung ist eine andere, die Temperatur ist eine andere, sowas in der Richtung. Gut, also hier unten haben wir dann eine Tabelle für 5 Volt, da hätten wir eine für 10 Volt und damit hat es sich dann schon. Das heißt, wenn man den mit 15 Volt betreiben möchte, ist das schön und gut, aber ich habe keine Tabelle für 15 Volt. Ich kann dann extrapolieren aus den anderen Tabellen oder ich kann selber testen und ein paar Sachen gibt es dann unten noch so Bilder, wo ich das über einen weiteren Bereich sehe. Was heißt CC bei dem VCC? Das ist die Spannung an den Kollektoren und das kommt quasi aus der Zeit, in der die meisten Transistoren in einem Chip NPN-Transistoren waren. Und heute hat man irgendwie einen, das ist zum Beispiel ein CMOS-Chip und obwohl das ein CMOS-Chip ist, heißen die Eingänge dann VCC und sogar noch absurder VCC Plus und VCC Minus, weil eigentlich ist die Idee, dass VCC die Spannung an den Kollektoren, die positive ist, und VEE dann die negative, die Spannung an den Emittern. Aber
diese eigentliche Bedeutung von was heißt das CC und das EE, das ist so lange zurückliegend, dass heute einfach nur, wenn VCC da steht, dann weiß man, das ist die Versorgungsspanne. So. Hätte man da ein nettes Bild? Wenn das ein Bipolar-Op-Amp wäre, würde er dann vielleicht in der negativen Hälfte irgendwie mit NPN-Transistoren arbeiten, sodass das doch wieder ein VCC wäre, ein echtes? Also, wenn das ein Bipolar-Op-Amp wäre, dann hätte er wahrscheinlich fast ausschließlich PNP-Transistoren. Außer er ist ein Rail-to-Rail-Op-Amp, aber ich weiß nicht, wie man ein Rail-to-Rail-Op-Amp mit Bipolar-Transistoren bauen kann. Das hat damit zu tun, dass ein Single-Supply-Op-Amp normalerweise auf die negative Versorgungsspannung gehen möchte. Und das ist einfacher mit PNP-Transistoren als mit NPN-Transistoren. Trotzdem sagt man dann VCC. Und Ground vielleicht. Und das, was VCC heißt, ist intern, aber an den Emittern von den PNP-Transistoren angeschlossen. Also es ist wirklich nur noch ein Relikt, das da drinnen ist. Da hätten wir ein Bild, wo dieses Gain-Bandwidth-Product vorkommt. Da haben wir nämlich die mögliche Verstärkung aufgetragen über die Frequenz. Und wir sehen hier die Verstärkung von 0 dB. Also 0 dB ist quasi die Verstärkung von 1. Es kommt das raus, was reinkommt. Und da haben wir den Gain-Punkt hier bei den 0,8 Megahertz ungefähr. Und die Phase ist zu diesem Punkt schon fast um 180 Grad gedreht. Zwischen dem, was reinkommt und dem, was rauskommt. So, aber eigentlich wollte ich diese Tabelle durchgehen. Also wir haben die Input Offset Voltage, dann alle möglichen Drifts, Input Bias Current, also wie viel Strom ich quasi hineinschicken muss. Ah, und da haben wir es schon. Nicht, da habe ich vorher gesagt, wenn da typisch ein Picoamp steht und dann aber Maximum irgendwas, was so viel, viel größer ist, dann kann ich trotzdem davon ausgehen, dass die meisten so sind. Das heißt halt, ich muss mir selber einen Testaufbau überlegen, mit dem ich die Chips, wenn sie bei mir reinkommen, testen kann, weil im Werk testen sie auf einen viel größeren Strom, weil es offenbar zu aufwendig ist, das auf ein Picoamp zu testen, weil da die Genauigkeit schon schwierig ist. Perfekt, hat sich das gleich bewahrheitet, das wir das sehen. Da haben wir die Common Mode Rejection Ratio, interessanterweise in dB, obwohl das eigentlich nicht die Ratio, sondern das Common Mode Rejection ist. Abgekürzt ist ja als CMR, aber hier haben wir das Ratio stehen. Gut, und da haben wir mindestens 60, typically 85 dB. 60 dB ist was? 1000, genau. Ja, ist schon handlich so eine dB-Größe, weil de facto muss man erst recht wieder umrechnen, was heißt das wirklich. Gut, also man sieht hier, findet sich in etwa das wieder, was wir quasi vorher durchgenommen haben. Und da haben wir die Slew Rate. Ah, 1 MHz hat der Gain Bandwidth Product. Zumindest bei der Versorgungsspannung von 5 Volt. Schauen wir mal, ob er 3 Volt weniger hat. Ja, bei 3 Volt hat er nur 0,8. Gut, das war das. Okay. So, also, wozu braucht man jetzt Op-Amps und was ist der Vorteil gegenüber Transistoren? Das ist eine blöde Frage, weil wir haben uns keine einzige echte Op-Amp-Schaltung kennengelernt, außer das hier, aber... Genau, ich kann stark verstärken. Aber was ist denn quasi ein fundamentalerer Vorteil gegenüber Transistoren? Ja. Dass ich kleinere Ströme brauche? Das auf jeden Fall, also zumindest bei den meisten.
Aber ich will auf was viel, viel Grundlegenderes, was viel, viel Elementareres sozusagen. Ja, wobei, ja, also in der Regel ja. Und in der Regel ist es auch billiger, einen Op-Amp zu nehmen als 20 Transistoren. Obwohl das mit den 20 Transistoren viel cooler ist, aber das ist ein eigenes. Fläche? Ja, auch die Fläche, man kann kleinere Leiterplatten machen und so. Das sind super, das sind lauter gute Antworten, ich mag das. Ich sehe jetzt nur nicht die dabei, auf die ich abgezielt habe. Ja, es geht um die Formel. Selbstverständlich geht es um die Formel. Bei mir geht es immer um die Formel. Die Formel ist super einfach. Erinnert euch an eine einfache Formel für das Verhalten von einem Bipolartransistor. Wir haben viele Formeln gehabt für Näherungen in gewissen Fällen und so. Aber wir haben nicht gesagt, das ist die Formel für den Bipolartransistor. Und das hat damit zu tun, dass wir im Wesentlichen die Schockle-Gleichung brauchen, um die Basis-Emitter-Diode zu beschreiben. Und dann halt mit der Stromverstärkung sagen, wie sich dann der Strom, der rauskommt bei der Schockle-Gleichung, auf den Basis und auf den Kollektor aufteilt. Aber die Schockle-Gleichung ist eine furchtbare Gleichung. Also es ist halt mit Exponential und so. Nicht? Das hier ist eine super einfache, lineare Funktion. Und wie gesagt, das ist eigentlich das nach dem Widerstand das einfachste Bauteil, das wir haben. Aber wie wir sehen werden, man kann viel mehr machen als nur mit einem Widerstand. Gut, das heißt, worauf ist bei der Auswahl eines Op-Amps zu achten? Genau, dass wir die Kenngrößen einhalten, damit der Op-Amp sich so verhält. Das ist quasi der ganze Deal. Wir schauen, dass wir den Op-Amp nehmen, der in der Situation dieses Verhalten hat, und dann können wir relativ einfach, exakt vorhersagen, wie sich die Schaltung verhalten wird. Gut. Ja, wenn man ihn simuliert, also je nachdem, wie du ihn simulierst, du kannst in der Simulation sagen, diesen Op-Amp nehme ich. Mhm. Und das Qix hat auch eine Bibliothek mit mehreren Standard-Op-Amps drinnen. Dann sollte er sich ziemlich gut so verhalten wie der echte Bauteil. Also auch diese Grenzen mit simulieren und bei einer gewissen Bandbreite dann anfangen, das Signal zu bedämpfen und so weiter und so fort. Wenn ich das ideale Op-Amp-Symbol hineinziehe, dann ist er einfach das hier. Und dann muss ich quasi darauf achten, dass ich nicht die Grenzen überschreite. Aber die Simulation hilft mir auch da, weil ich kann ja in der Simulation all diese Größen messen. Ich kann schauen, wie nah gehe ich an die Versorgungsspannungen ran. Ich kann schauen, welche Frequenzen treten auf etc. Und dann kann ich sagen, okay, jetzt weiß ich diese Parameter. Ich gehe auf die Suche nach einem Operationsverstärker, der sich innerhalb dieser Grenzen noch so verhält. Antwort war das? Ja. Sonst noch irgendwelche Fragen? Das heißt, ungewünschtes Verhalten wird bei echten Op-Amps dann wirklich angezeigt vom Qix? Ja, also in gewissen Grenzen natürlich. Aber zumindest ist das Versprechen, wenn man quasi eine Bauteil-Library hat, wo man sagt, ich nehme jetzt genau diesen Op-Amp und simuliere den, dass der auch noch die Grenzfälle oder auch das Überschreiten von den Grenzfällen noch irgendwie sinnvoll mit simulieren kann.